Willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone, wo es diesmal gegen Grobolus geht, wo ich noch immer keine Ahnung habe, ob ich ihn jemals wieder schaffen werde. Ich habe ihn bis jetzt erst ein einziges Mal geschafft. Also es kann sein, dass das hier alles... Oh mein Gott, das... Ja. Das Licht wird den Sieg bringen. Schwierig. Eigentlich könnte ich das sogar so behalten. Mit diesem komischen Buff. Also nee, seid mir nicht zu böse, wenn ich es wieder nicht schaffe. Oh, das ist sogar gut. Das ist einfach so wahnsinnig unfair. Yeah, hat nichts gespielt. Perfekt. Es ist so eine Assi-Fähigkeit. Vor allem im HC trifft es ja auch noch. Oh Gott, was kommt jetzt? Gerade als Priester ist es wunderbar. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Toll. Oh, im Ernst? Er hat wahrscheinlich das Schlimmste gekriegt, was er hätte kriegen können. Nun gut. Machen wir das mal lieber so. Damit wir den Brunnen noch behalten. Hoffentlich. Oh Gott. Mal die Hunde gut. So. Da habe ich jetzt keine Alternative, als es so zu machen. Das ist auch, der ist verdammt übel. Für einen Priester. So, dann hoffen wir doch mal, dass er nicht diesen +4/+4 spielt. Du hast recht. Hm. Oh, jetzt hat er schon wieder das Board zugehauen. Nun gut. Yay, das kann uns sogar noch retten. Ist jemand verletzt? Oh Gott, bitte mach keinen Buff drauf. Für den Lichtkönig! Ach nein, noch so einer, aber immerhin besser als wenn er eine von den Kreaturen gebufft hätte. Ich bin am Überlegen, ob ich den hier traden soll. Sofort. Nee, ich ziehe, glaube ich, nächste Runde lieber noch eine Karte. Was wir machen. Das ist natürlich ein ernstes Problem. Ach, verdammt. Na gut. Müssen wir wohl nochmal ran auf einen neuen Versuch. So, und dann auf zu Runde 2, wo ich jetzt erneut versuche. Eben lief es gar nicht schlecht, aber diese 2x2 Schaden-Variante vom Krieger, das hat das natürlich das Genick gebrochen. Und dass er den 4-6er als Kreatur bekommen hat. Das ist natürlich sehr stark zusammen.
Ich glaube, ich behalte sogar die beiden. Das bringt uns vielleicht über die ersten Runden, falls er so einen Lepra genommen hat. Ist jemand verletzt? So. Schwierig. Okay, das können wir eh erst in Runde 4 spielen. Dann nutze ich das einfach so lange aus. Ja, ein Frostmage wäre auch sehr, sehr stark natürlich gegen ihn hier. Okay. Das war so. Stimmt, wir könnten ja nächste Runde. Oh, das ist natürlich super. So, dann einmal die Lebenspunkte verdoppeln. So, ist ein wunderbarer 18-18, der sich auch noch selber heilt. Gut. Wie werden wir den hier am besten los? Machen wir es lieber so. Nicht, dass er nochmal was machen kann. Ha, perfektes Ziel. Sieht diesmal richtig gut aus. Für den Lichtkönig! Ja! Oder? Yay, man muss manchmal nur ein bisschen Dusel haben. Ist jemand verletzt? Zieh mir lieber nochmal ein paar Karten. Lichtbrunnen OP, sage ich da nur. Und damit verabschiede ich mich auch mit dem meiner Meinung nach schwersten Boss derzeit aus Naxxramas, oder zumindest aus dem Flügel. Bis zum nächsten Mal, dann mit dem Hundi aus Naxxramas mit Glut. Bis dann, ciao, ciao.